Gerald Gross, auch ein Jubeltag für dich? Naja, ein Jubeltag für uns alle. Immerhin wissen wir nun, dass die österreichische Bundesregierung unsere Sendung mitverfolgt und vor allem deine Kolumnen liest, denn du hast das ja am Sonntag auch gefordert und diese Regierung der Sinn- und Nutzlosigkeit gestraft, wenn ich an deine Worte erinnern kann. Das, was mich am heutigen Tag ein wenig überrascht, ist, dass offenbar die pandemischen Überlegungen immer noch parteipolitischen Grundsätzen folgen. Also im Herbst hat man Maßnahmen nicht ergriffen bei Landtagswahlen. Ante Porter stand, nun ergreift man Maßnahmen, weil Postenschacherpapiere in den Medien auftauchen und man daher versucht, mit der Lockerungswelle die Postenschacher-Debatte aus den Medien zu bringen. Also wir sehen, die österreichische Pandemiepolitik orientiert sich weniger an Experten und an dem Coronavirus, sondern pur an parteipolitischen Überlegungen. Faktum ist, die Regeln brechen etappenweise. Alles, was die Regierung die letzten Jahre an Maßnahmen verkündet hat, fällt weg. Wir werden von der Macht des Faktischen durch die Omikron-Welle überrollt. Als nächster fällt die Impfpflicht. Das prophezeie ich. Und am Ende fällt die österreichische Bundesregierung mit chronischer Erfolglosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Danke, Gerald Gross. War wieder mal fantastisch von dir zusammengefasst. Also, am Ende fällt die Impfpflicht und ganz am Schluss fällt die Bundesregierung, hat der Gerald Gross gesagt. Danke, Gerald.